Grund auf, SPD investiert in die Bildung. Das Wort dazu bekommt Herr Holster. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Letzten Montag bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung hat die ehemalige Schulleiterin der Max-Brauer-Schule, Barbara Rickmann, eine sehr treffende Stellungnahme zu den Stadtteilschulen abgegeben. Im Kern hat sie gesagt, die Stadtteilschulen sind sehr gut ausgestattet. Und das hat sie begründet mit drei Punkten. Erster Punkt: Alle Stadtteilschulen in unserer Stadt sind jetzt Ganztagsschulen. Alle Stadtteilschulen haben ein Oberstufenangebot und die Stadtteilschulen haben eine sehr gute Lehrer-Schüler-Relation. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt, wir haben alleine für die Stadtteilschulen 500 neue Lehrerstellen geschaffen. Es sind alleine 17 Stadtteilschulen komplett oder neu gebaut worden bereits. Das heißt, insgesamt sind an die Stadtteilschulen 700 Millionen Euro geflossen und das ist eine wichtige Investition für starke Stadtteilschulen in dieser Stadt. Und dann habe ich gestern die letzte Debatte zu den GBS-Standorten sehr genau verfolgt. Und ich habe mir auch die dazugehörigen Pressemitteilungen der Oppositionsfraktionen genau durchgelesen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass mich das teilweise sehr betroffen gemacht hat. Denn wir haben zwar, Sie haben zwar gelobt, dass wir eine enorme Teilnehmerquote an den GBS-Standorten haben, aber im gleichen Atemzug sagen Sie, die Qualität sei nicht ausreichend. Meine Damen und Herren, es sind gewaltige Summen in den Ausbau des Ganztages der Grundschulen investiert worden. Es gibt eine Vielzahl von herausragenden Ganztagsangeboten, vorbildliche Kooperationen und hochzufriedene Eltern. Ihre pauschale, schlechte Beurteilung der Qualität der Ganztagsangebote ist schlichtweg unverschämt. Meine Damen und Herren, das ist eine Ohrfeige. Das ist eine Ohrfeige für die engagierten Honorarkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher, vom Fußballtrainer bis zum Gemeindediakon, die jeden Nachmittag eine hervorragende Arbeit für die Kinder in unserer Stadt leisten. Applaus 75% der Eltern vertrauen den Konzepten und Angeboten der Schulen und der Träger. Und das ist alles kostenlos. So etwas hat es noch nie gegeben in unserer Stadt. Meine Damen und Herren, ich habe bereits gestern in der Hochschuldebatte auf das Bildungsmonitoringbericht 2014 in Bezug auf die Hochschulen hingewiesen. Und hier lohnt es sich auch einmal, genau auf die Ergebnisse im Schulbereich zu schauen. Ich sage ganz ehrlich, auf zwei Feldern, das will ich hier auch offen ansprechen, gibt es erheblichen Nachholbereich im Bereich der Bildungsarmut und auch in der Schulqualität in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften muss noch mehr getan werden. Aber in den Bereichen Fördern, Englischkenntnisse und dem Verhältnis von Sachausgaben zu Personalausgaben belegt Hamburg in dieser Studie die Spitzenplätze in der Republik. Kein anderes Bundesland hat so viel in den Ausbau der Ganztagsschulen investiert und so viele neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. 1000 neue Lehrerinnen und Lehrer. Und dadurch ist eine ausgewogene Altersstruktur in der Lehrerschaft entstanden, auch einmalig momentan in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist auch eine wichtige Investition zur Verbesserung der Schulqualität. Meine Damen und Herren, noch nie sind so viele Schulen saniert und neu gebaut worden. Noch nie wurden so viele Ganztagsschulen auf den Weg gebracht. Und denken Sie mal an den Beratungsdschungel im Übergang Schule und Beruf. Hier wurde klar neu strukturiert mit der Jugendberufsagentur. Jetzt wird kein Jugendlicher in dieser Stadt mehr zurückgelassen. Kein anderes Bundesland stellt so viele Ressourcen für eine flächendeckende Umsetzung der Inklusion zur Verfügung. Meine Damen und Herren, wir investieren weiter in die Bildung für die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt. Vielen Dank. Applaus